zweite Hälfte Grün-Weiß Schwerin 2 gegen den Plauer SV. Und man ist schlecht gestartet auf grün-weißer Seite. In dieses Spiel hat sich dann wieder rangekämpft gehabt. Sogar bis zum Ausgleich. Jetzt liegt man wieder 2 Tore hinten zur Halbzeit. Und wollen wir gucken, ob sie das fortsetzen können. In der zweiten Hälfte diesen Schwung mitnehmen können, mit dem sie hier aufgeholt haben. Und das Spiel hier spannend zu gestalten. Und das sieht besser aus. Das sieht besser aus auf Schweriner Seite. Und da haben sie sich den Ball haben sie sich wirklich erarbeitet. Und versuchen sie hier schnell zu spielen, aber das ist viel zu eng. Aber jetzt geht sie mal durch. Und vorher der Schrittfehler. Sonst wäre ich es ihr zweiter Treffer gewesen, Lisa Lorenz. Das wird gestellt. Gina Meinke. Und da hat die blaue Spielerin regelrecht geschlafen gegen Lea Völzer. Und dann auf der anderen Seite kriegt sie den Pass nicht gefangen. Der Wurf scheitert und der schnelle Konter der Plauer, das funktioniert gut bei denen bisher. Und jetzt nicht und da hat sie eine Hand dran und dann kann die Torhüterin den abfangen. Und jetzt mal ein schneller Konter auf Seiten von Grün-Weiß Schwerin, aber auch da ist eine Hand dran. Und dann gibt es Freiwurf. Dann hat sie sich gut geholt, den Ball. Und Gina Meinke steigt da hoch, macht den Anschlusstreffer. 11:12. Und wieder schnell gespielt. Diesmal klasse gehalten gegen Butzlaff. Und Pass nach vorne, kriegt sie mit Glück. Oh, ein bisschen in Konfusion. Und Lorenz scheitert an der Torhüterin. Ein bisschen Konfusion im Spiel. Und wieder der schnelle Pass nach vorne, der weite Pass nach vorne. Aber ins Nichts. Sehr viel Nervosität im Spiel. Gerade beim Favoriten Blau. Meinke scheitert am Pfosten. Und hat sich wieder eine Spielerin abgesetzt. Aber die Blauer kriegen den Ball nicht nach vorne. Und auch wieder ein schlechter Pass. Und Schweriner Trainer treibt zum Tempo an. Aber wahrscheinlich wäre eine Spielberuhigung das etwas bessere Mittel. Und da hat sie sich wieder abgesetzt, aber die Torhüterin passt auf und hat den Ball vorher. Wäre eine Spielberuhigung vielleicht eher das richtige Mittel. Aber man treibt sie weiter an. Schlechter Pass, Fuß. Einwurf für Schwerin. Und ebenfalls schlechter Pass. Auch schlechter Pass. Im Erwachsenenhandball würde man jetzt sagen, Fehlerfestival. Aber die Kinder noch im Lernen. Die dürfen das. Und jetzt gibt es Auszeit für den Plauer SV. Und ich glaube, die tut beiden Mannschaften gut.
Ja, klare Analyse, so haben wir es auch gesehen. Die Pässe unter aller Kanone, um es zu zitieren. So, das zusammengefasst worden von der Blauer Trainerin. Und schlecht gefangen. Aber man spielt jetzt besser auf blauer Seite. Na, haben wir noch rausgehört, dass sie auch ab und zu einfach mal werfen müssen. Sie können es ja, Lisa Lorenz mit dem unvorbereiteten Wurf. Und da haben sie wieder den Ball. Lorenz Meinke. Ja, haben sie nicht den Mut, es richtig mit Schwung anzugehen. Und jetzt müssen sie mal ruhiger spielen. Und wieder lassen sie die rechte Seite völlig verwaist. Schrittfehler. Sofort geahndet. So, und jetzt nach dem Freiwurf, die Abwehr ist formatiert. Jetzt müsste man etwas ruhiger spielen. Und die Außenseite völlig verwaist, die rechte Außenseite. Da werden die Positionen nicht richtig eingehalten. Man nutzt das Spielfeld nicht. Unvorbereiteter Wurf und wieder gehalten. Schrittfehler. Da war sie überrascht von dem Platz, den sie hat. Und den wollte sie dann nutzen und vergisst dabei das Prellen. Meinke durch vier Leute. Kein Weg. Aber wir können festhalten, nach 7 Minuten der zweiten Hälfte steht es hier 1-0. Das sagt sehr, sehr viel über dieses Spiel. Und gerade eingewechselt. Ja, aber auch die Charlotte, wie es der Trainer sagt, hält es nicht, die Außenposition. Und jetzt gibt es 2 Minuten. Maria Schubert wegen Reklamierens. Ja, schlecht vorbereitet, Lisa Lorenz. Und das war mal schnell gespielt auf Seite von Plau. Hendrike Bache mit dem 13-11. Die Zuschauer, die sehr wundern, trotz 2 Minuten Strafe natürlich 7 Leute von Plau auf der Platte. Im Jugendbereich bis D-Jugend darf man noch auffüllen. Und jetzt Meinke beim 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und diesmal scheitert sie. Und da fehlt das schnelle Umschalten. Und da haben sie Glück, dass der Pass schlecht ist. Hat die Zuordnung nicht gestimmt. Und Meinke will da ihren Fehler wieder gut machen. Mit dem Kopf durch die Wand, keine Chance. Und Lorenz scheitert ebenfalls. Nicht vorbereitet der Wurf und der Konter der Plauer. Und sie machen eigentlich das, was sie nicht machen sollten, nämlich sie lassen den Ball prallen und dann wird er schnell und ist weg. In dem Fall
kriegt sie noch an den Bunk mit dem 14:11. Und Meinke mit dem schnellen Wurf scheitert am Pfosten. Jetzt haben sich die Blauer da befreit. Und jetzt mit Ansage von der Trainerin. Schubert scheitert an der Torhüterin.